Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin heute mal wieder irgendein Minigame und nein, das ist leider nicht ungelöst, sondern es ist eine ganz wichtige Info, die vielleicht einige von YouTube nicht wissen. Denn ich mache am Samstag, diesen Samstag, und was ist für ein Datum überhaupt? Das ist der 11. Oktober. Mache einen 24-Stunden-Stream auf meinem Twitch-Kanal. Link ist natürlich immer in der Beschreibung verlinkt. Und ja, ich muss noch einen Vorputzen für dann natürlich. Mal sehen. Nee, ich habe immer Videos auf Vorrat. Aber es ist wichtig, oder es wäre schön, wenn ihr alle vorbeiguckt. Wir haben eine riesengroße, geile Community auf Twitch. Fast 1000 Follower mittlerweile. Das ist einfach nur krass, was da in einem halben Jahr auf Twitch, wo ich jetzt war, zusammenkam. Und deshalb würde ich euch einfach alle gerne einladen dazu, auch da mitzumachen. Wir werden extrem viel Spaß haben. Ich habe viele Spiele geplant, natürlich viel Minecraft, Technik Minecraft, sowie auch ja, Minigames, was wir machen. Und ja, es wäre schön, wenn ich euch sehen würde da. Okay, ich bin gleich mal tot. Ja, es ist nur so zur Info, ich werde das auf allen möglichen Plattformen natürlich frühzeitig ankündigen, sowie auch dann kurzfristig nochmal sagen, hey, kommt doch jetzt, da geht's los. Und ja, auch sonst möchte ich auch nur sagen, wir haben ja mittlerweile 400 Abonnenten geknackt. Irgendwann mal, vor ein, zwei Wochen, keine Ahnung. Mir geht es ja nicht immer so um die Abonnenten. Aber einfach auch nur nochmal zum sagen, ja, wir sind mittlerweile eine große Community. Dankeschön dafür. Genauso auf Twitch. Bald 1000 Follower. Und ich habe heute gestreamt, ich nehme es direkt nach dem heutigen Livestream auf. Also ich weiß, ich stream fast täglich. 8 bis 16 Uhr jeweils. Seit ich halt Ferien habe. Und ja, wir sind aktuell bei 974 Followern. Ich streame am Freitag dann nochmals. Und ja, dann am Samstag werden wir die 1000 Follower ganz bestimmt dann feiern und auch schaffen, denke ich. Deshalb, ja, schaut auf jeden Fall vorbei. Und jetzt gibt es noch die Runde Turf Wars hier zu Ende. Ich habe es übrigens live aufgenommen. Nicht in dem Livestream, aber ist jetzt kein Gameplay, was hier nur abgelaufen ist, falls das jemand denkt. Das ist alles normal. Und ganz einfach. Ich spiele im Moment sehr oft auf Mineplex, denn es findet gerade das Double Game Weekend statt. Das heißt, man kriegt doppelte Errungenschaften, wenn man hier spielt. Ich weiß nicht, bis wann das noch läuft. Ich glaube, bis am 9. Oktober noch. Okay, jetzt können wir mal wieder aufbauen. Ich spiele übrigens mit der 1.8, wie man sehen kann. Schön mit 60 FPS. Den neuesten Grafiktreiber. Ja, läuft alles sehr gut, alles sehr stabil. Jo. Und jetzt fangen sie auch dann, hey, du hast doch viel besseren PC, warum läuft denn da nicht mit mehr FPS? Ja, ganz einfach. Grafikeinstellung, ich habe ja auf 60 FPS eingestellt, weil sonst kriegt man ein bisschen FPS-Einbrüche manchmal, aber es kann sehr gut sein, dass man da welche kriegt. So, und ich frage mich gerade echt, warum ich schon 2 Kills gemacht habe in dieser Runde. Normalerweise mache ich viel weniger. Okay. Das war in sich selbst. Okay, aber ich muss auch sagen, PvP bin ich um einiges besser geworden und deshalb sollt ihr auch natürlich zugucken bei den Minigames, die wir dann spielen werden. Ja, ansonsten kommt wahrscheinlich heute kein richtiges Video raus, denn ich bin eh noch viel weg diese Woche und einigermaßen beschäftigt. Das heißt, ich habe auch nicht große Zeit, überhaupt was hochzuladen. Aufnehmen ist ja nicht immer die große Sache, aber hochladen bei einer 5K-Leitung ist einfach, da muss man sich einige Zeit nehmen dafür. Da muss ein bisschen was investieren dafür. Gut, aber ja. Ich möchte es nur gesagt haben für diesen Teil der YouTube-Community, die noch nicht weiß, dass ich eigentlich so gut wie jede Woche, fast jeden Tag streame. Deshalb solltet ihr unbedingt vorbeigucken. Auch die 100.000 Videoaufrufe wollen wir mal feiern damit. Ich habe auch nicht richtig was dazu gesagt, aber eben gesagt, mir geht es nicht unbedingt um Zahlen, sondern mehr einfach um die Zuschauer, damit überhaupt jemand Videos oder Livestreams guckt. Weil ich meine, es bringt ja nichts, 1 Million Abonnenten zu haben, aber nur 1000 Leute, die die Videos gucken. Das macht erstens keinen Sinn und zweitens bringt es nichts. Das ist beim Livestream genauso. Du kannst 1 Million Follower haben, aber 100 Zuschauer, das bringt dir ungefähr so viel wie, ich bin immer so schlecht im Beispiel bringen, aber es bringt ja schlecht gesagt einfach wirklich nichts. Und es sagen auch immer, hey, du bist doch Follower geil und so weiter und
Nee, mir geht es echt nicht darum. Mir geht es darum, dass es Leute gibt, die meine Videos gucken und die damit Spaß haben. So, GG, wir haben gewonnen. Natürlich, klar. So, jetzt seht ihr auch, ich habe noch 21 zusätzliche Games erhalten, weil das Double Game Weekend gerade stattfindet. Jo, dann macht's gut, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Und nicht vergessen, 24-Stunden-Stream am Samstag, 11. Oktober. Ah ja, und übrigens, der Start ist am Morgen. Start am Morgen, ca. 7.30 Uhr, 8 Uhr. So, ja, die. Wir werden wahrscheinlich auch länger als 24 Stunden machen, kann ich mir gut vorstellen, weil die halt schon früh beginnen. Aber ja, dann mach's gut. Bye bye, Leute. Ihr spielt Dragons.